Damn. Hey zusammen, ich zeige euch heute mal, wie man so eine Schleife machen kann. Alles, was ihr dazu braucht und weitere nützliche Informationen, gibt es hier immer in der Infobox. Und schon geht's los. Was brauchen wir, um sofort damit anzufangen? Natürlich brauchen wir wieder unseren Loom. Die Pfeile und die geöffneten Pins zeigen nach oben. Und die mittlere Reihe ist um 1 nach unten versetzt. Dann braucht ihr dazu natürlich Gummibänder in der gewünschten Farbe. Ich habe mich jetzt für weiß entschieden, weil das vor dem Hintergrund gut passt. Ihr könnt natürlich auch jede beliebige andere Farbe nehmen. Dann braucht ihr dazu einen Haken, um das Ganze zu loomen. Und natürlich am Ende, damit die Schleife zusammenhält, noch zwei Clipse. Und zwar fangen wir an, indem wir einfach zwei Gummibänder links und rechts über die ersten drei Pins legen. Auch darauf achten, dass die schon möglichst tief ansetzen. Das macht es im weiteren Verlauf wieder einfacher, weil wir sowieso öfter mal was runterdrücken müssen. So, dann haben wir hier links und rechts jetzt unsere beiden Gummibänder draufgesetzt. Das sieht dann so aus. So, und jetzt machen wir unsere Schleifen-Xe. Unsere Schleifen-Xe sind ganz einfach aufgebaut. Das heißt, wir gehen von links zur Mitte und von der Mitte nach rechts. Kann man sich relativ einfach merken. Und damit das X vollständig wird, natürlich auch wieder hier von links zur Mitte und von der Mitte nach rechts. Dann habt ihr schon das erste Schleifen-X fertig. So, und dann kommt hier das zweite hin. Auch hier wieder von links zur Mitte, möglichst tief ansetzen und von der Mitte nach rechts. Und auch hier wieder von links zur Mitte und von der Mitte nach rechts. Dann habt ihr euer erstes X fertig. So, jetzt müssen wir nämlich hier rüber gehen und jetzt wieder von links zur Mitte, von der Mitte nach rechts. Das wird jetzt quasi die zweite Hälfte der Schleifen. Und auch hier wieder von links zur Mitte und von der Mitte nach rechts. Und jetzt kommt wieder die Basis drauf. Kommen hier wieder unsere zwei Gummibänder drüber, wie wir sie am Anfang gemacht haben, ganz zum Anfang. Das gleiche hier drüben auch. 1, 2. Warum wir jetzt den zuerst runter haben, hat wieder den Hintergrund, damit das Ganze uns nicht auseinanderfällt. So. Und auch hier jetzt wieder unsere Schleifen-Xe. Heißt von links zur Mitte, von der Mitte nach rechts. Bisschen runterdrücken, damit das dann auch gut passt. Und auch hier wieder, ihr kennt es jetzt mittlerweile. Und das letzte X. Das machen wir dann hier, auch jeweils eben von links zur Mitte und von der Mitte nach rechts. Und dann habt ihr quasi euer Basismuster fertig. Und damit wir wieder was zum Starten haben, wo wir loomen können, müssen wir jetzt ein Gummiband nehmen und hier jeweils über die beiden äußeren Pins setzen. Ihr könnt es doppelt nehmen oder dreifach. Ich empfehle es mal dreifach, wenn ihr relativ weiche Gummis habt. Dann ist das Ganze recht stabil. Das Ganze sieht dann so aus. Und hier drüben dann das Gleiche. Da nehmen wir dann auch einmal, zweimal und dreimal das Ganze. Genau, haben wir das jetzt dreimal drüber. Und jetzt drehen wir das ganze Gebilde um, dass quasi die geöffneten Seiten der Pins zu uns zeigen. Und jetzt können wir das Ganze loomen. Und das Ganze ist auch wieder relativ einfach. Das heißt, ihr geht hier mit eurem Haken durch diesen Sicherungsring, den wir gerade gebastelt haben, und greift euch immer der Reihenfolge nach, wie die Gummibänder auf den Pins liegen. Das heißt, der erste, der hier kommt, ist das Gummiband. Das ist das erste Gummiband, was kommt. Und das ziehen wir durch diesen Sicherungsring durch und stülpen es da drüber, wo es herkommt. Und das kommt quasi hier von der Mitte. Man sieht's. Das kommt daher, dann drehen wir es rüber zur Mitte. Dann können wir jetzt entweder hier weitermachen oder hier drüben. Ich mache es mal der Reihenfolge nach, weil jetzt wäre er hier dran. Das heißt, wir gehen wieder durch unseren Sicherungsring durch und greifen uns dieses eine Gummiband, ziehen es hier durch und rüber zur Mitte, da wo es quasi herkommt. Dann gehen wir hier durch. Ihr seht es schon, hier ist nur noch eins drauf und das werden wir jetzt hier drüber heben. Dadurch und dahin, wo es herkommt. Das gleiche auf der rechten Seite auch durchziehen und dahin, wo es herkommt. Jetzt das gleiche bei der Mitte. Es ist analog.
Ihr seht schon, hier müssen wir zuerst das hier nehmen. Ja, wir fangen auch wieder links an, so wie wir es vorher gemacht haben. Das heißt, wir gehen hier durch alle durch, bis wir das linke erwischen. Und ziehen nur das linke durch die anderen alle durch und heben es hier rüber. Und dann seht ihr hier, ihr habt ja nur noch das von rechts drauf. Das heißt, ihr geht auch hier wieder durch alle durch. Hier durch alle durch. Greift euch das, zieht das durch und geht damit hier nach rechts rüber, da wo es herkommt. Und das Ganze macht ihr jetzt so weiter bis zum Ende. So, dann habt ihr hier hinten 4 drauf, auf jeder Seite 4 drauf. Bei hier hinten fällt es nicht mehr auseinander, da können wir das getrost lassen. Und wir können das hier ein bisschen zusammenschieben, das macht es nämlich gleich ein bisschen einfacher, wenn wir da unsere Clips einziehen. So, dann können wir das jetzt Ganze so halten oder halt irgendwie anders, wie es für euch am bequemsten ist. Und ziehen dann den Clip durch alle 4 durch. Dass hier quasi die ganzen 4 Enden auf dem Clip sitzen. Das gleiche auf der rechten Seite. Ja, da kann der Haken raus und ihr könnt das ganze Gebilde vom Rahmen abnehmen. Und damit diese beiden Enden natürlich hier nicht jetzt unnötig drüber hängen, nehmen wir uns jetzt beispielsweise hier dieses kleine Gummiband und legen das quasi drum. Dann bleibt das da auch alles, wo es sein soll und ergibt noch eine schöne Ecke. Ja, das gleiche dann hier. Dann nehmen wir dann gerne mal das hier. Legen das da drüber. So, und dann habt ihr hier die beiden Außenkanten und die Außenkanten. Und damit das Ganze natürlich am Ende noch mehr wie eine Schleife aussieht, nehmen wir da jetzt, nehmen wir mal zwei. Nehmen wir erstmal zwei und nehmen die dann doppelt. Also zwei übereinander, nehmen die doppelt und stülpen die dann erstmal so drüber. Dann haben wir die in der Mitte. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann nehmen wir natürlich nochmal zwei. Wieder zwei Gummibänder. Doppelt nehmen und dann drüber. Ihr könnt es noch ein bisschen auseinanderziehen, wenn ihr es möchtet. Und dann wäre quasi euer Schleifchen fertig. Das Ganze könnt ihr jetzt noch in einen Ring einbauen, in ein Armband, wie auch immer. Das ist jetzt relativ einfach noch. Das wird soweit zu dieser Schleife gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einfach einen Daumen hoch und teilt das mit euren Freunden. Abonniert am besten gleich noch den Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video und keine neue Anleitung mehr. Und viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal bei Vulpedia.